Hallo meine lieben Leute, euer Blöxhumer wieder am Start und herzlich willkommen wieder zurück zu einem weiteren Part von New Super Mario Bros. U. Und warum sind wir hier? Wir sind hier, weil wir das Minzmeer ausgelassen haben. Ja, das Minzmeer ist offiziell die Welt 3 und die Schneewelt ist offiziell Welt 4. Und ja, wir haben zwar schon ein bisschen mit dem Limonadendschungel angefangen, aber ich würde sagen, ja, wir brechen den Limonadendschungel jetzt mal kurz ab und gehen jetzt zum Minzmeer, was sehr schön aussieht. Und wir haben es hier mit Larry zu tun. Okay, gut. Und ganz am Ende ist doch auch nochmal das Todd-Haus. Gut, dann schauen wir mal. So, wir fangen jetzt an mit Stand der 1000 Fontänen. Genau. So, das müsste jetzt halt eigentlich eine leichtere Welt sein, ne? Ich bin gespannt auf jeden Fall, weil es Welt 3, ne? Ja, bei Welt 4, und wir können schwimmen, ja. Welt 4 war ja eigentlich auch jetzt nicht so schwer. Welt 5 hat dann schon angezogen. Ja, wobei in Welt 4 gab es schon ein paar schwere Level, ja. Also, die durchaus zu einigen Fails geführt haben. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich auf diese Gegner hier drauf springen kann. Ich lasse es mal sein, sofern ich klein bin. Aber jetzt probiere ich es mal aus, ne? Kommt mal her, ihr Krabben. Ja, okay, ich kann drauf springen. Wir haben da keinen Spitzenstachel dran. Das ist doch schön. Jawohl. Aber ich sollte mich nicht von den Klauen treffen lassen. So, ups. Und auch nicht von diesen Piranha-Pflanzen. Und immerhin kann ich jetzt in das Wasser rein. Ja, das ist freundliches Wasser. Das ist sehr schön. Gut. Da kommt ja gleich Urlaubsfeeling auf, ne? So, das ist auch kein Problem für mich. Ja, aber ich bin jetzt generell nicht so der Urlaubstyp. Ich war auch noch nicht so oft im Ausland. Yep. Ah, finde ich, braucht es auch nicht unbedingt, ne? Ich bin nicht so ein Typ, der gerne in Urlaub fährt. So, wobei, es wäre eigentlich schon mal ganz schön wieder. Aber, naja, da bräuchte ich ein bisschen Geld und das habe ich aktuell nicht. So, alles wird für den PC genutzt, ne? Und für die Switch. Und ja, in den Livestreams kamen ja schon sehr viele Spenden rein. Und die Switch ist auf jeden Fall schon sicher. Und ja, wie viel jetzt vom PC noch fehlt, weiß ich nicht. Aber wenn der neue PC dann kommt, oh ja, dann geht's richtig ab. Dann ja, kann ich eigentlich, ohne irgendwie Rücksicht auf den PC zu nehmen, einfach wild aufnehmen und streamen, wann ich will. Ja, ohne, ja, da auf die Auslastungen und zu achten und so. So, was ist hier? Hier ist nichts. Okay, gut. So. Aber ja, Mario hat sich diese Abkühlung hier verdient. Obwohl er noch so ein paar Bedenken aus dem Limonadendschungel hatte, ne? Ja, ja, hier trinkt er jetzt Leitungswasser und keine Cola mehr, genau. Ist ja sowieso gesund, ne? So, ich denke, man kann in die Röhren rein. Ich probier's mal aus. Nein, okay. Gut, vielleicht in eine andere Röhre später. Oder die Röhre. Sieht auf jeden Fall sehr verdächtig aus. Die kommen wir da rein, oder? Ja. Gut. Und ist hier die letzte Starcoin? Nein, aber eine süße kleine Muschel. Beziehungsweise, ja, sie ist süß, aber sie ist nicht klein, sie ist groß. Und bringt mir den Wonnerpilz. Ja, gut. Schönes Secret. Und, ja, mir fehlt aber noch die dritte Starcoin. Wo ist die? Wo ist die tote Starcoin? Ich hoffe, sie kommt noch am Ende. Oder hier wieder in einem Hohlraum. Ganz dreist versteckt. So, ich habe aber vorher nicht drauf geachtet, wie die markiert sind, die Hohlräume hier. Ja, da gibt es sicherlich wieder irgendwas wie im Bowser Castle, ja, dass das irgendwie, ja, anders markiert ist eben, ne? Und hier der Regenbogen, oh, der ist so schön. So, den Powerblock, den brauche ich doch sicher für die Starcoin, oder? Ja, ich will da unten eigentlich austesten. Oh nein, ich kann ihn nicht ablegen, scheiße. Okay, gut, dann eben nicht. Ja, und ich wette, ich habe den Powerblock gebraucht für die Starcoin. Das würde mich zumindest nicht wundern. So, Wasserfontäne, komm mal raus. Jawohl. Ja, egal. So, werde ich halt einmal getroffen. Wir kriegen ja, denke ich, wieder gleich ein Power-Up, ne? Oder da ist das Ziel. Okay. Irgendwo war dann eine Röhre, die mich wahrscheinlich noch zu einer Starcoin geführt hätte. Weil übers Ziel hinaus kann man ja nicht schießen, ne? Nee, da geht dann der Mario senkrecht auf die Zielflagge. Denke ich mal. Und Todd-Offs hat ein Geschenk für mich. Hey! Tausend Dank für deine Hilfe, hier greift zu! Ein Pilz! Damit bist du voll cool und der wird auch super häufig gebraucht und so und ja. Ja. Hier, gerne. Gern geschehen, du hast dich nicht bedankt. Ah, und du hast nicht mal Platz für dieses geile Item. Von welchem Item möchtest du dich trennen? Ich will mich eigentlich von den Items nicht trennen, weil die alle besser sind als der Pilz. Nein, der Pilz ist besser. Kann ich das nicht abbrechen?
Was ist das denn für eine Scheiße? Todd Offs, was drängst du mir hier auf? Ich kann. Achso, ich kann. Okay, ich kann den Pilz auch wegschmeißen. Ja, vielen Dank. Also. Meine Güte. Okay. So. Und der Todd Offs, der taucht immer auf, wenn wir eine Schnapszahl am Ende haben. Weiß ich auch aus den Kommentaren. Und wir machen jetzt einfach weiter mit tropische Tiefen. So. Mal schauen, ob es auch ein komplettes Unterwasserlevel gibt. Wäre zumindest nicht unüblich, ne? So, hier ist, glaube ich, nichts mehr, ne? Das sieht immer so verdächtig aus am Anfang, aber nie ist hier am Anfang eine Starcoin. Das ist sehr komisch. Und ja, gut. Das hat sich schon so ein bisschen angedeutet aus dem Levelnamen, dass wir hier jetzt halt eine, ja, ein komplettes Wasserlevel haben, ne? Feuerblume. Ja, Feuerblumen sind hier ziemlich gut. Und ich gehe mal davon aus, dass wir nicht in so, ja, 45 Grad Röhren reingehen können, ne? Ich gehe nicht davon aus, dass Nintendo da extra eine Animation für den Mario gemacht hat. Okay. Auf die goldenen Röhren sollte ich vielleicht achten. Und hier komme ich vielleicht rein, ne? Ja, wenn die Röhren senkrecht stehen, dann ist es vielleicht möglich. So. Ja. Ja, aber das Blaue kann doch nicht sein, oder? Oder? Ich probiere mal. Nee, okay, hier zumindest nicht. So, und das sind Iglux, oder? Ich denke schon. So. Kann ich hier rein? Das sieht schon wieder so zweideutig aus, ne? Aber will ich gar nicht so zweideutig sein, aber... Ich meine, das Spiel gibt so viele Vorlagen. Okay. So. Dun, dun, dun. So, die Cheep Cheeps sind tot. Und ist das die erste Starcoin hier? Oh, ach, die wäre sogar weggegangen. Wäre die weggegangen? Ich bin mir nicht sicher, aber ich habe sie auf jeden Fall gekriegt und freue mich dementsprechend. Ach so, okay. Ah, okay. Naja, da sind Powerblöcke, die Münzen auslösen. Ich verstehe. Oder halt die Starcoin, ne? So, das ist ein fetter Igluck. Kann man den töten? Nee, aber da werde ich durch die Strömung angezogen. Okay, sollte ich also vermeiden, dahin zu gehen? So, aber ich bin mir sicher, dass ich irgendwann dahin gehen muss. Und ah, hier kann man auch so strampeln, wie in Mario Maker. Sehr schön. Gut zu wissen. Und ja, eventuell wird irgendwo anders mal eine Starcoin aktiviert durch diesen Powerblock. Ich weiß es nicht. Aber das werden wir ja sehen. Werden wir sehen. Spätestens in einem Stream. Ne? Aber den Stream mache ich, wie gesagt, habe ich ja schon öfter gesagt, wenn ich, wenn der Part mit Bowser vorgekommen ist, ne? Also davor wahrscheinlich nicht. So. Nee, den können wir nicht töten. Den können wir nur ein bisschen aufpulzern, aber das bringt nicht viel. Ah, in die Röhre können wir garantiert rein. So. Ach. Okay. Ah, okay. Gut. Der Igloo bestimmt die Strömung? Also, zumindest hatte ich so das Gefühl. Aber okay. Ist hier ein Stern drin? Ist hier ein Stern drin? Und bestimmt ist hinter dem fetten Igloo eine Starcoin. 100 Pro, oder? Wobei, das wäre ziemlich einfach. Nö? Okay. Dann war hier gar nichts. Ja, vielleicht auf dem Rückweg. Oder, ah, da war vielleicht ein Hohlraum. Shit. Ja, das kann durchaus sein, weil... Oder ich brauchte den Stern für irgendwas. Ach, verdammt. Ja, bisher war es ja immer so, dass man den Stern gebraucht hat. Für eine Starcoin. Und bestimmt ist das hier auch so. Jetzt habe ich nur das Problem, ich komme nicht mehr wirklich in die Röhre. So, gucken wir mal, was hier ist. Nee, hier ist nichts. Okay. Alles klar. Ah, ich wette, den Stern haben wir irgendwo gebraucht. Oder? Bestimmt. Ne? Ja, irgendein Igluck wird deine Starcoin verteidigen. Ne? Oder? Auch nicht? Hm. Na gut, vielleicht ist es hier auch so in dem Spiel, dass sich der Stern verlängert, wenn man dann einen Coinblock da, bestimmte Coinblocks da aktiviert. Das kann gut sein, das kann gut sein. Ja, und dann könnte man mit dem Stern etwas weiterkommen. So, was ist hier drin? Ist hier die zweite Starcoin? Ich hoffe es. Okay. Ja, hier brauche ich einen Stern, definitiv. Und das sieht doch nach Starcoin aus. Ich kann noch mal meine Feuerblume verschwenden. Ja, okay. So. Und da unten sollte ich nicht drin. Aber jetzt habe ich zwei Power-Ups verschwendet. Das ist nicht cool. Aber okay, so kann man es auch machen. Aber mir fehlt trotzdem die dritte Starcoin. Ja, vielleicht versteckt sie sich auch hinter irgendeinem anderen Gegner. Ne, hinter einem anderen Igluk. So, Pilz. Ja. Ah, die zweite haben wir verpasst, ne? Shit. Egal. Und jetzt geht mir auch die Zeit aus. Wow, 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 wow. So, das überprüfe ich jetzt nicht. Beziehungsweise, ich hab's automatisch überprüft, obwohl ich es nicht wollte. Und was ist das denn? Ein Super Saiyajin Rose Cheep Cheep. Dem will ich nicht begegnen. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schnell, schnell, schnell weg. Schnell weg.
Schnell flüchten. Auf die Oberfläche. Gut. So. Secret? Nein. Ach, die Blumen geben sogar Münzen. Lol. Cool. So. Ja, hier ist wahrscheinlich nichts mehr. Aber es kann ja auch immer ein Secret Exit geben. Also wenn ich 3 Starcoins gefunden habe, sollte ich jetzt nicht unbedingt total schnell ins Ziel rennen. Aber mache ich natürlich immer automatisch. Aber wie gesagt, das suchen wir dann alles im Stream. Beziehungsweise die Secret Exits weiß ich noch nicht. Ja, kann durchaus sein, dass ich die auch mal so spontan suche. Gut! Und dann treffen wir auf Bum Bum. Oder besuchen wir erstmal Todorfs. Besuchen wir Todorfs. Ja. Im schönen Minzmeer. Todorfs, hi. Willst du nicht mit mir reden? Todorfs. Hallo. Ja, hey, ich bin nicht der Todorfs, ich bin der Germi. Hallo, auf jeden Fall, ich musste noch mein Mikrofon schnell einstellen. Okay. Hi, Germi. Mit dir habe ich jetzt hier gar nicht gerechnet. Ja, ich bin hier im Minzmeer, ich mache hier gerade Urlaub. Ja, weil Schweizer da, wir haben ja ganz viel Geld, ne? Das müssen wir uns natürlich leisten, Urlaub immer wieder. Okay. Ja, schön. Ja. Willst du dieses Spiel jetzt hier spielen oder nicht? Ja, erklär mir das Spiel mal bitte. Aber du hast das Spiel auch schon 1000 Mal gespielt, also bitte dich, das jetzt so zu machen. Ja, aber erklär's mir mal trotzdem. Du willst doch nur meine Stimme weiterhören, oder? Ja, das kann gut sein. Ja, das dachte ich mir. Naja, aus diesen Kanonen kommen jedenfalls gleich jede Menge Münzen und One-Ups geflogen. Und du brauchst nur noch einen zu sammeln. Und ja, hast du am Ende mehr One-Ups als Bowser, wirst du mit One-Ups belohnt. Ja. Okay. Cool. Ja, ich wusste nicht, dass du auch hier bist. Aber schön, dich auch hier zu sehen. Germi. Ja. So, und oh Gott. Ich versuche natürlich mehr One-Ups zu sammeln als Bowser. Das solltest du auch. Denn sonst kriegst du Schläge. Okay. Aber nicht von dir, oder? Nee, aber ich roll dann jemanden, der das für mich erledigt. Ich hol dann den Darky oder den Sephiron oder einen anderen Schweizer auf jeden Fall. Und ach, dann kriegst du Raue. Ja, okay, bitte nicht, bitte nicht. Okay, gut. Ja, ich habe jetzt, glaube ich, gar nicht so viele One-Ups. Oder doch? Okay. Gut, alles klar. Das hat sich recht gelohnt und du bekommst keine Schläge, keine Sorge. Ja, cool. Und yo, dann sehen wir uns später wieder, oder, Germi? Ja, aber ich schneide jetzt erstmal wieder an meinem Klicks-Lock. Und ja, bin auf immer auf der Suche nach neuen Dämonen. Ja, cool, dann sehen wir uns später wieder. Ja, viele Daumen hoch auf dein Projekt, das ist echt cool. Und ja, danke dir. Und bringt auch viel Glück, sehr. Ja, freue ich mich auch. Ja, also dann ciao. Ciao. Okay, cool. Also, ich habe jetzt nicht mit Germi gerechnet. Aber okay, der macht hier wohl Urlaub. Sehr schön. Und ja, dann kümmern wir uns jetzt um Bum Bum. Nicht um Morten, sondern um Bum Bum. Nämlich mit dem Dilemma im Turm der Dornensäulen. Oh Gott, jetzt kommen Stachelkorks zum Vorschein. Okay, gut. Und auch dieser Raum sieht wieder sehr verdächtig aus. Oh mein Gott. Gut. Und wir sind nach wie vor unter Wasser. Ja, das ist ein bisschen schwierig, weil da kann ich mich nicht so gut bewegen. So, und ich merke im Gamepad, wie es so ein bisschen rumbelt bei der Strömung. Ja, das ist super schön, ne? So, ich habe ja mein Gamepad quasi auf meinen Beinen, ne? Und das ist immer schön, wenn es rumbelt. Ja gut, ich höre schon auf. Ich weiß, das Spiel, das gibt halt so viele Vorlagen. Gar nichts dafür. So, okay, gut. So, kann ich hier irgendwo rein? Nee, ich glaube nicht. Und ich habe extrem viel Zeit verloren. Aber egal. Ich hab die Wasserdüsen genossen, ne? Okay, so. Ach ja, hier dieses Spiel. Ich bin so froh, das Spiel Let's Play zu haben. So. Und ja, da links ist doch auch was, oder? Ja, ja. Ein Pfeil nach oben. Okay, habe ich schon was verpasst? Vielleicht kann ich da auch rein, ne? Ja, okay. Starcoin? Nein, aber ein roter Ring. Mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet, aber okay. Na ja, gut, ja, ich brauche diese Ringe eigentlich gar nicht. Naja, egal. So, das ist auf jeden Fall das Starcoin. Und ein Eichelpilz. Ja gut, vielleicht brauche ich den. Da habe ich auch in den Kommis was gelesen von, man kriegt bei dieser Challenge immer das beste Item, was es in diesem Level
regulär gibt. Und von daher kann es gut sein, dass ich diesen Eichelpilz brauche, um zum Beispiel hier oben reinzufliegen oder auch nicht. So. Aber irgendwo brauche ich den noch bestimmt, ne? So, aber wir gucken mal. Das sieht verdächtig aus. Aber ich glaube, das ist nur der, ja, Punkt, wo der Stachelcock sein Ende hat, ne? So. Ja, da hinten rechts, das sieht sehr verdächtig aus, aber da ist eigentlich nichts. Also, da kann eigentlich nichts sein. Aber das ist doch nicht umsonst da, oder? Oder doch? Okay. Naja, anscheinend schon. Na gut, dann eben schon. So, hier ist auch nichts. Nee. Ach so, damit sich die langsamen Spieler da verstecken können. Okay, ich verstehe. So, aber da bei dem Bowser Jr. Face ist doch 100 Pro was. Eine rote Röhre. Gut, hat er wieder eine rote Rakete für mich vorbereitet, wahrscheinlich. Und Checkpoint? Ich komme nicht mehr zurück. Aber warum ist hier ein Checkpoint? Also es sah doch hier nach einer geheimen Röhre aus. Na gut, ich aktiviere auf jeden Fall mal den Checkpoint, aber... Ja, auf der anderen Seite wäre ich dann auch hierher gekommen. Ja, vielleicht gab es da noch einen Zwischenraum? Naja, gut, keine Ahnung. So, aber ich sehe gerade, wir haben eine Starcoin schon verpasst. Okay, alles klar. Und da ist die dritte. Die sollten wir gut kriegen. Jawohl. So. Okay. Und der Kopf vom Knochendrocken, der dreht sich tatsächlich um 360 Grad. Richtig cool. Und strange, aber okay. So, und ich wollte eigentlich nicht zu viel spinnen, aber egal. So, und scheiße. Ja, man kann sich so verstecken, ja. Wie in Mario Maker, wenn man geduckt ist, dann versteckt man sich. Weil es hier auch den Eindruck macht, als ob ich, auch klein stehen kann, ne? Aber ich probier's mal nicht aus, nee. Sicherheitshalber nicht. Und hier ist kein Power-Up. Das wundert mich. Okay. Hier ist doch ein Power-Up, ne? Also klein will ich jetzt eigentlich auch nicht gegen Bum-Bum kämpfen, aber... Naja gut, okay, gut. Dann ist hier eben kein Power-Up. Oder das ist so gut versteckt, dass ich es nicht gefunden habe. Alles klar. Dann gucken wir mal, was der Bum-Bum so drauf hat. Er braucht natürlich wieder Kamek's Hilfe, ne? Weil ohne Kamek kann er alle absolut nichts. Aber ich habe so ein bisschen Angst, weil ich klein bin. Also er könnte mich jetzt schon irgendwie überraschen. Mal gucken. Und er kann Wellen schlagen anscheinend. Keine Ahnung. Also das ist jetzt nicht neu. Also er springt nach oben. Ja, aber das ist eigentlich auch jetzt nichts Besonderes, ne? Ich dachte jetzt, er macht irgendeine Wellenattacke. Das sah zumindest so aus. Ja, das bringt ja nichts, Bum-Bum. So, wehe, du triffst mich jetzt trotzdem. Das wäre peinlich. So, mach deinen Schlag. Du änderst nicht mal dein Muster nach dem zweiten Treffer. Also, wirklich lame, Bum-Bum. Aber naja, gut. Vielleicht ist er in Welt 8 ein bisschen stärker. Wer weiß. Aber ich sag mal so, ich glaube nicht dran. Niemals. Und ich würde sagen, ein Level machen wir noch. Ein Level geht immer noch. Jawohl. Und ja, wir speichern. Natürlich. So. Die Parts von NSMBU sind sogar etwas länger. Hatte ich eigentlich nicht vor, aber... Ja, sie werden automatisch immer länger. So, ich denke, wir finden jetzt immer, ja, wir finden jetzt wahrscheinlich den regulären Ausgang sehr schnell, ne? Und dann den, ja, den anderen Ausgang, ja, oder den, ja, keine Ahnung, ja, den finden wir dann langsamer, den anderen Ausgang. Und ich sollte nicht an meiner Nase kratzen, während ich tauche. Das ist nicht gut. So, immerhin bin ich groß. Ja, vielleicht kann ich hier unten schwimmen. Aber ich traue mich irgendwie nicht. Nee, okay, geht anscheinend nicht. Na gut, dann gehen wir mal den normalen Weg. So, und... Okay. Ja, Buhu, deine Tricks bringen dir nichts hier. So, hier ist eine Tür. Die ist relativ geheim. Oder? Das war eine falsche Tür. Okay, gut, dann war es eben eine falsche Tür, ja. Gut, ich wollte jetzt den Sprung nicht abbrechen und... Nein! Mann! Seit wann gibt es denn auch solche Secrets? Oder auch nicht? Okay. Ich dachte jetzt, dass ich hier zu einer Starcoin komme, aber nö, anscheinend nicht. So. Okay. So, und auf den Boom muss ich aufpassen, weil der ist super schnell, habe ich das Gefühl. Na okay, er ist eigentlich ganz langsam. Und süß, aber ja, hier ist doch irgendwo eine Starcoin versteckt, ne? Ja, und die Blöcke, die trollen mich alle, ne? So, ist hier vielleicht. Ja, da. Ja, okay, gut, da ist was. Sehr schön. Die erste hoffentlich. So, und der Buhu, der verfolgt mich schon die ganze Zeit. So ein Stalker. So, aber ich komme nicht an die Starcoin. Ernsthaft jetzt?
Ach Gott. Ja, da ist noch ein Hohlraum. Gut, Bubus, kommt mal her. So. Oder auch nicht. Ja, da ist doch noch ein zweiter Hohlraum. Gut, vielleicht muss ich von oben, ja, dahin. Ja gut, wir sehen uns gleich wieder. So, ich habe das Gefühl, hier am Rand war noch ein Hohlraum. Ja, in der Tat. Okay. Warum war dann unten ein Hohlraum? Ja, wahrscheinlich, wow, um zu zeigen, dass da was ist. Und ich würde schon nochmal gerne zurück. Weil da war sicherlich noch ein Pilz oder so. Aber natürlich, wie üblich in den Geisterhäusern, kann ich nicht zurück. Na toll. So, und Buhu-Kreise. Ja, die lieben wir doch alle. Aber die hier sind hier nicht so schlimm. Ja, da können wir einfach zwischendurch schwimmen. Ich sollte nicht zu vorlaut sein. Nicht zu unvorsichtig sein. So, aber es geht, es geht. Okay, okay, gut. Die drängen mich nicht ein. Und da ist eine Starcoin. Okay. Ich werde zwar von allen beschossen, aber niemand hat mich getroffen bisher. Das wundert mich so ein bisschen. Aber okay. So, ist hier oben was? Ja, da geht's weiter. Ich schaue nochmal unten. Irgendwo wird doch wieder ein Hohlraum zu einem Secret Exit führen. Ich weiß es doch. Ja, das ist bestimmt so. Werde ich wahrscheinlich wieder später oder irgendwann suchen müssen. Gut, hier ist kein Hohlraum, oder? Ja, ja, natürlich. Aber das ist ein Pflichthohlraum, ne? Aber, oh, oh, eine dritte Starcoin. Okay, cool. Mit der habe ich jetzt nicht gerechnet. Ach so, okay, hier ist noch eine Abzweigung. Ich verstehe. Und ja, wahrscheinlich ist hier auch irgendwo ein Secret Exit. Ne? Es wäre zumindest unüblich, wenn ein Buhu-Level, ein Geisterhaus-Level, kein Secret Exit beinhaltet. Ne? Aber die sind echt nicht schwer, echt nicht leicht zu finden. Aber da oben war auf jeden Fall was. Und ja, mit einem gekonnten Sprung funktioniert das. Und ist das der Secret Exit? Ich hoffe doch, weil der Sprung war jetzt nicht so leicht, würde ich sagen. Man brauchte immerhin Anlauf. Und man brauchte, naja, den Wandsprung, ne? Und das sieht gut aus, das sieht gut aus, das sieht sehr gut aus. Und ja, Secret Exits werden mit einem roten, mit einer roten Kugel markiert. Sehr schön. Sehr cool. Und ja, ich würde sagen, wir machen dann im nächsten Part den normalen Ausgang. Und dann geht's weiter hier im schönen Minzwehr. Und es sieht sehr schön aus, die Welt. Und auch die Hintergründe. Und alles sieht schön aus. So. Aber wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Euer Blöx2 und ciao.